Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider. Hallo auch Kim. Moin, moin. Manari ist wieder mit dabei und kommentiert Jo. fleißig, was ich so mache Gut. oder nicht mache, wenn es nötig ist. Erstmal muss ich mich versorgen. Lara ist schwer angeschlagen. Wir stehen hier vor so einem erneuten Flugzeugwrack und laufen da gleich durch. Und ich will endlich mal mein Schnellreisefeuer finden. Verdammt noch eins. Seit 2 Folgen warte ich drauf. Schnellreise. Zip. So, erstmal hier rein. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht abkracht. So. Ernsthaft jetzt? Habe ich nicht schon Feuer? Ah! Nee. Doch. Vielleicht. Au, 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 au. Hohoho. Den Schrei hat man gehört. Ja. Hohoho. Da zieht's einen selber alles zusammen. Jo. Ah! Bastel ich mir jetzt hier was Neues zusammen. Aha, siehst du, habe ich doch vermutet. Feuerpfeile. Okay, schön. Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße! Ho, ho, ho. Ho, ho, was macht er denn da? Tschüss. So. Da unten ist wohl keiner mehr. Kommen hier alle über die Seite. Oh. Ja. Ich geh wie mal schön hier die hoch. Tonne Ich glaube, geflogen ist. Glaub, hier wollen sie mich haben. Ja. Ey, sie stehen noch, kann aber nicht wahr sein. Ah! Komm mal. Jetzt kommt die Pistole. Oh, 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 oh. Ja, ich hab's gesehen, ich konnte nicht schnell genug weg irgendwie. Okay. War noch voll im Zielmodus. Oh, das war zu weit weg. Vergiss deine Zoom-Funktion nicht. Die geht im Eifer des Gefechts irgendwie, glaube ich, mir unter.
Wollt ihr beide zusammen erwischen? Oh, mein Gott. Da war doch noch einer. Was? Sie lädt nach. Was? Ich bin leer? Oh, scheiße. Dann, ja. Na, komm doch her. Kriegst du die Schrotflinte. Sonst noch jemand? Kuckuck. Das war eine ganze Menge gerade hier. Ja. Pfeiltyp wechseln, ja. Das habe ich jetzt im Eifer des Gefechts nicht machen können. War hier was los? Meine Güte. Okay. Lief aber echt gut. Hat funktioniert. Uff. So, hier ist doch wieder ein Feuer. Jetzt, das wäre jetzt mal mein gewünschtes Schnellreisefeuer. Ich ernte natürlich hier noch ein bisschen ab von denen, die ich erledigt habe. Bergungsgut. Hier, da. Oh, 44. Hat der gehabt. Schön. Wo sind sie denn alle hin? Unten müssen auch welche liegen. Hier unten? Ja, beim Wasser da. So ein Flächen Wasser, halt so eine Pfütze. Da unten. Sag mal, rechts, links, warm, kalt und so. Rechts. Da genau unter dir müssten sie sein. Es sei denn, die sind despawned. Ach so, am Anfang, wo ich die hier alle erledigt habe. Ja, die sind irgendwie weg. Die sind tatsächlich weg. Egal. Jetzt kommt die Sache mit dem Feuer. Oh, da sind auch noch Pfeile. Pfeifei. Hallo? Geht schon nicht mehr. Pfeile habe ich ja gerade nicht so viel verbraucht. Ja, hier kann man ewig viel sammeln. Das machen wir dann gleich. Aber jetzt kommt erstmal die Folge mit dem Rückblick. Wenn das hier ein... Halt. Ja. Wenn das hier ein Reisefeuer ist. Hier liegt auch noch einer. Ich denke mal, wenn ich jetzt rumreise, dann verschwinden die Leichen. Aber das Bergungsgut, was hier so rumliegt, verschwindet nicht. Deswegen wollte ich doch erstmal die Leichen gemacht haben. So. Die hatte ich alle. Ja. Siehst du, hier oben sind sie auch schon wieder weg. Hier lag da auch noch gerade einer oder zwei. Ja. Ah, es ist ein Zeltlager. Sturmgewehr. Oh, da kann ich auch was machen. Ah ja, da hatte ich die drei Teile gefunden. Ja. Sturmgewehr gemeistert. Achso, irgendwas ist da jetzt besser. So, erstmal den Fähigkeitspunkt. Haha, den gibt's auch noch. So, was war das? Das hat mir, da war doch jetzt schon nicht mehr so viel übrig, was mir gefallen hatte. Ja, Ausweichkonter. Schmutzige Tricks. Der ist ziemlich gut, finde ich. Der Ausweichkonter. Ja. Ja, das ist vielleicht auch derzeit das Beste, was mir noch so, was mich noch so reizt. Mal schauen, hier war noch Munition, die ich halt immer genug habe. Achso, das geht alles nicht. Und hier war noch. Pfeile, die ich auch immer genug habe. Okay, also ich würde sagen, entweder ausweichen oder Klettergewandtheit. Mhm. Okay, wir machen ausweichen. Du hast gesagt ausweichen. Danach richte ich mich jetzt mal. Okay. Ausweichkonter bei dem. Ja, genau. Mal sehen, ob es klappt. Um Feinde zu betäuben, indem sie ihnen einen Pfeil ins Knie rammen, weichen sie mit irgendeiner Taste, die bei mir irgendwie belegt ist, aus und drücken sie irgendwas, sobald der Ring das Tastensymbol erreicht hat. Ach, das ist so ein Quicktime-Ding, was dann startet. Okay. Genau. Ich habe ehrlich gesagt schon beim Ausweichen immer das Problem, gleichzeitig die nach links Pfeiltaste und diese Taste zu drücken, weil das sind schon, egal, mein Problem. Das hätte ich aber auch, wenn es woanders liegen würde bei Tasten, weil... Ich kann eine Zusatztaste drücken, wenn ich... Achso, ich wollte ja reißen. Ich kann eine Zusatztaste drücken, wenn ich vorwärts laufe, aber seitwärts überfordert es mich schon, muss ich leider sagen. So, ach, gucke mal, was geht denn hier? Was haben wir hier? Das haben wir abgegradet. Vier von... Nee, wie war das? Ich hatte doch hier drei Teile. Irgendwas hat er doch... Genau, du hast jetzt das Sturmgewehr oder so. Und dann gibt es halt auch neue Upgrade-Möglichkeiten. Weil hier habe ich alles. Hier kommt wahrscheinlich... Ups, rechts von dem kommt noch was, ne? Sieht so aus, als wenn da noch ein Feld kommt. Ich weiß es nicht, aber da müsste schon was dazugekommen sein. Also hier habe ich ja jetzt überall die Haken. Oder ist hier vorne? Das hatte ich doch auch schon, oder? Die beiden links hast du noch nicht. So ein Magazin. Also ich habe es noch nicht, aber sie gab's doch. Das gab es doch vorher schon. Sicher? Naja, obwohl, du kannst recht haben, weil hier ist nochmal Schaden erhöhen über den Laufmantel.
Ein Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Da würde ich jetzt fast zu tendieren. Größeres Magazin hatte ich mir, glaube ich, noch aufgespart. Das war, glaube ich, vorher schon da. Genau, dann ist der die Schadenserhöhung dazugekommen, wahrscheinlich. Mhm. So, hier haben wir die Shotgun. Was hatte die noch? Taktrate mit Schussfrequenz und das war Stabilisierung und Rückstoß. Nee, das mache ich jetzt nicht. Dann mache ich jetzt... Hat der Bogen noch irgendwas? Dieser Schlüsselringabzug, was war das noch gleich? Warum steht da übrigens eine kleine 2 dran? An dem Symbol unten rechts da, an diesem Pfeil? Achso. Siehst du das? Keine Ahnung. Vielleicht war das die zweite Stufe von dem davor ist. Ah. Wir sind ja auch mit so einer Kette verbunden. Ja, stimmt. Das war die Schussfrequenz. Nee, dann mache ich hier den Schaden. Beim Sturmgewehr. So. Schaden schadet nie. Genau. So, jetzt haben wir noch immer noch 500 übrig. Ist ja eigentlich gar nicht mal schlecht. Mehr Magazin, da hatte ich eigentlich bisher auch noch nicht die Sorge. Was kann ich denn hier noch? Ach so, das war, ja, das wollte ich ja nicht bei der... So langsam reizt mich nichts mehr. Vielleicht die Schussfrequenz beim Bogen, wenn ich ihn denn mal benutze. Aber in der Hektik benutzt man ihn dann eh nicht. Nee, das stimmt. Und wenn du später halt mehr Waffenteile gefunden hast und daraus deine Waffen, ja, halt, wie sagt man das überhaupt, aufgewertet hast, dann kommen da halt noch mehr Upgrade-Möglichkeiten dazu. Vielleicht reizt sich dann wieder was. Ach so, okay, das heißt, ja, stimmt, hast recht, dann sammle ich lieber noch ein bisschen Bergungsgut. Okay, jetzt kommt endlich die schnelle Reise. Also endlich sage ich, weil der Zuschauer sieht jetzt was, was er schon vorher gesehen hat, nämlich ein Gebiet, was wir schon hatten. Ich glaube, ich will dahin. So. Da kann ich nämlich noch 2 Statuen entzünden. Das will ich unbedingt noch machen. Und ein Nest finden. Nest finden, wenn du mir dabei helfen kannst, falls ich irgendwo in der Nähe bin. Und ein Relikt war auch noch. Denn... Wir hatten uns immer gefragt, wie kommt man da hoch? Und ich glaube, das war vorher noch nicht da. Hier ist das Flugzeug abgestürzt. Genau. Hier ist nämlich jetzt so eine Schneise, wo man hoch kann. Aber, guck mal hier, da ist auch noch eine Kiste. Kiste. Mal die. Karl, die Kiste. 65, okay. Und, immerhin. Was ganz wichtig ist, ich weiß gar nicht, wann ich das da übersehen habe, aber mir ist aufgefallen, hier gibt es ein Tagebuch. Ups, oh. Hier. Wenn es ein Tagebuch ist. Nee, das ist der Lagerplatz. So, so. Baby, ja. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, also sag ich's einfach runter raus. Alicia ist von dir. Vielleicht wusstest du es schon, aber da ich nun wieder auf der Endurance angeheuert habe, kann ich es dir nicht länger verschweigen. Du musst verstehen, dass ich dich nie aus ihrem Leben ausschließen wollte. Aber ich kenne dich, Ross. Ich weiß, wie du lebst und was du willst. Sesshaft zu sein und ein Kind großzuziehen, gehört nicht dazu. Vielleicht habe ich es vergeigt. Vielleicht hätte ich dir eine Wahl lassen sollen. Stattdessen habe ich entschieden. Ich dachte, es wäre das Beste. Nach der Expedition sollten wir uns mal über die Zukunft unterhalten. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach. Okay? Tja, dass der Roth Vater ist, spielte natürlich in der Szene eine Rolle, wo wir ihn gerettet haben, ne? Mhm. Das ist jetzt ein bisschen auseinandergerissen durch meine Folgen hier. Aber ja, das ist natürlich nochmal bitterer, wenn man mitbekommt, ihm wurde gerade eröffnet, dass er irgendwie eine Tochter hat und ja, jetzt liegt er da im Sterben. So, jetzt gehe ich nämlich mal hier hoch. Oh, hä? Ah! Was ist denn hier los? Also, ich bin hier schon mal lang gelaufen und da waren die nicht da. Das muss neu sein. Ich dachte erst, es wäre jetzt hier Roth, der sich auf einmal wieder auf Reparaturmission macht. Ich mache das Flugzeug wieder ganz. Genau. Der Kill ist im Zweifel auch leise genug. Also ich habe vorher, ich ernte den gleich ab, aber ich habe vorher befürchtet, dass die anderen das mitkriegen, wenn ich da mit der Axt reinhaue in einen. Aber das sollte funktionieren. So, Moment, noch kurz so. Ach, da komme ich auf dem Rückweg lang bei dem. So, erstmal den noch. Dann haben wir hier Muni und Pfeile gehen wahrscheinlich nicht. Nee. Und hier ist... Oh, 500 EP. Amerikanische Soldaten würden so etwas nie zurücklassen.
Ich glaube, keiner von ihnen ist lebend von hier weggekommen. Dog Tags, die sehen aber... Ja, doch. Die sehen sehr simpel aus, wollte ich sagen, aber da ist die Gravur. Hat man gerade kaum gesehen. So. Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn das jemand sammelt, ne? Dann weiß man schon, dass da jemand sich die Leichen zusammensammelt, beziehungsweise die Trophäen der Leichen. Ja. Oh, guck mal, 3 von 3 Semper Fi, die habe ich vollständig. Deshalb habe ich gerade so viel EP bekommen, ne? Sehr gut. Das war, glaube ich, das Relikt, was ich auch meinte. So, hier ist noch eine Kiste, die ich noch nicht gemacht habe. 20, na gut. Ja. was steht da eigentlich? Fear the Deimos? Father Matthias will set us free. Demons, da wird noch ein N dazwischen sein. Ergibt ja sonst keinen Sinn. Fear the Demons. Fear the Demos! So, was haben wir hier noch? 15. Besser als nicht 15. Jo. Jetzt ist die Frage, nee, hier außen geht nichts mehr lang. Ich glaube, du bist bei dem Nest. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Oh, okay. Ich glaube. Oder war das ein anderes Haus? Ist auch witzig, wie ich hier komplett raufkraxeln kann auf diesen Flügel, aber ob mir das... Ah, ich kann darüber. Ja, vielleicht ist es ja da. Wow. Mal umschauen. Das wäre cool gewesen, wenn es hier gewesen wäre, aber ich sehe es gerade nicht. Dann ist es das andere Haus. Da ist auch noch eine Kiste. Okay, dann mal... Moment. Warum sollte ich hier rüberspringen über diesen Flügel? Hm. Keine Ahnung. Ich sehe hier gerade nichts. Kannst du dich vielleicht da lang schwingen? Zu spät. Darüber? Nee. Oder was meintest du gerade? So diese eine Kiste, die du gerade angepeilt hast. Aber nee, da ist nichts. Oh, hier ist so eine Feuergeschichte. Ah, guck mal. Ja, ich gehe jetzt erstmal da hoch. Jo. Oh, das war zu früh angefangen zu springen. Hahaha, ha, ha, hier ist nämlich noch so einer. Aha. Hm. Das ist jetzt schon die Nummer 9 von 10. Sehr schön. Genau, und hier ist da müsste auch das Nest sein. Wenn oh, ich glaube, ich sehe es da. Irre. Ja, ich springe mal kurz rüber. Komme ich wieder zurück? Ich denke schon. Ups. Ich fackel es ab. Brenne. Und den gibt Spiegel ein. So, ich glaube, ihr habt sie alle, ne? Ja, da gerade Extras gekriegt. Hab ich da was liegen lassen? Gibt's Muni. Ja wohl gar nicht. Ja, so ein Scheiß. Halt dich fest, so. Machen wir erstmal das hier, und zwar Feuer. Und dann muss ich das nämlich von der anderen Seite oder von unten machen, so. Au. Kann ich sogar einsammeln, die Muni. Ja, ich habe eine ganze Menge verballert. So. Und zwar, jetzt wird das hier oben abgefackelt. Das geht ja gar nicht. Das hat ja nur so... Moment, ich habe doch jetzt die Feuerpfeile. Das müsste doch damit eigentlich auch gehen. Probieren wir mal. Und zwar... So, ich wechsle mal den Pfeil, genau. Oh, so einfach ist das. Sehr gut. Und 30. Ja, aber wozu jetzt die Dinger hier? Also der ist ja... Ach so. Ah, da muss ich erst den, der ein längeres Seil hat, an den ranschwingen lassen. Hätte ich umgekehrt machen sollen. Ja, logisch. Egal. Ich kann es mir leisten. So. Hier. Hä? War ich nicht hier drin? Ah, nee, das andere Gebäude sah genauso aus. So. Pfeil brauche ich, glaube ich. Oh, doch, kann ich sogar einsammeln. Kommst du da rechts rein? Also jetzt hinter dir? Da? In diese kleine Ecke. Ja. Aber hier ist nichts, oder? Ah, okay, da war das auch wieder ein anderes Haus. Das kam mir so bekannt vor. Hm. So, So, warte mal. Wie ging es denn da hoch? Oder gehe ich erstmal wieder da hoch? Ach, das war dieses große Gebäude. Wo ich ganz am Anfang mal lang bin. Wo ging es denn hier noch hoch? Ich hatte doch hier noch was entdeckt. Oh, ah, den wollte ich ja noch machen, siehst du mal. Da. Ah.
Nee, hier außen ist nichts mehr. Ich kann ja auch mal kurz auf die Karte gucken, ob ich da noch was markieren kann. Hier ist noch eine Reliquie. Da kann ich mal einen Wegpunkt setzen, aber das ist nicht das, was ich wollte. Jetzt fehlt mir noch der eine, der letzte. Oh, da ist auch noch Geocaching. Da müssen wir noch überall hin. Ich schlag mal die Richtung ein. Jo. Da oben war ich, aber da ging es auch nicht. Doch, da ging es noch höher. Ich glaube, ich gehe da nochmal hoch. Aber auch, man sieht es schon. War da nicht noch so eine Figur? Mal gucken. Hier bin ich gar nicht weitergelaufen. Genau. Ich höre schon wieder Stimmen. Wir haben jemanden verfolgt. War nur ein Wort, aber es war schwer, ihn zu töten. Sie das kaufen? Wahrscheinlich. Ist doch okay. Jetzt hätte ich gerne eine Laterne. Errungenschaft, Revolverheld. Yeah. Oh, da ist noch einer irgendwie. Hallo? Da schießt jemand. Muss von unten kommen. Wen habe ich denn jetzt hier aufgescheucht? Keine Ahnung. Ja. Ich kann sie nicht sehen, sagt er gerade. Ich kann euch auch nicht sehen. Wollen wir uns nicht einfach in Ruhe lassen? Aha. Plopp. Plopp. Sehr schön. Euch merke ich mir. Ihr liegt da oben auf dem Dach. So. Erstmal hier. Einmal. Nochmal. Das war's. Ich dachte, hier wäre mehr gewesen. Guck doch mal auf der Karte, ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Ja. Nee. Nee, da kann ich ja nicht sehen. Ich suche ja diese Statue zum Anzünden. Ach so, okay. Ich dachte, aber da unten war ja schon eine, da wird wahrscheinlich hier oben nicht noch eine kommen. Na gut. Mhm. So, jetzt ist doch die Frage. Nee, ich gehe hier rum. Ach, komme ich jetzt hier nicht rüber, weil hier der blöde kleine Zaun ist? Versuch. Oder überspringe ich den? Ah, klappt. Jo. Okay. Einmal den. Einmal den. Und jetzt, wo war es? Kommt nämlich hier unten noch was. Was am Anfang noch nicht ging. Und das ist, glaube ich, sogar runter mit uns. Wenn ich nicht irre, eine Reliquie. Ich glaube, ja. Einmal ziehen. Einmal bergen. Und einmal hier. Haha. Wow, wieder 500 EP. Das ist große Klette, eine Wurzel, mit der im Campo traditionell Entzündungen behandelt wurden. Eine Wurzel. Schön. So, dann... Ah, Moni. Sehr gut. Pfeile brauche ich nicht. Vase kaputt getreten. Wo wir schon mal hier sind. So. Da lief doch schon wieder was. Moment mal. War das ein Huhn oder ein... Ja, okay. Bock, bock, bock. Was wollte ich noch? Genau. Was wir noch machen ist... Mhm. Bevor ich mir den Kopf zerbreche, wo ich diese eine Statue noch gesehen habe. Was wir noch machen ist... Wir gehen jetzt mal zu der Stelle darüber. Okay. Da geht's nämlich auch noch auf, aber das würde ich sagen, ist ein Fall für die Schrotflinte. Das sieht ganz danach aus. Ja. Gucken wir mal, was da drin ist. Hier gab's nämlich auch noch. Beziehungsweise, ich kann nicht sehen, wo, aber wenn ich auf die Karte schalte, dann sehen wir Lager. Nee, 5 von 5. Okay, jetzt habe ich alle Lager. Ich dachte irgendwann mal zwischendurch, hier wäre noch ein Lager dahinter irgendwo versteckt, weil ich partout nicht wusste, wo ich das finden kann. Na gut, das hat sich jetzt auch nicht gelohnt, aber egal. Zündel, Zündel. Ja, auch schon wieder bei 800. Nicht schlecht. Hm. So, ach, Moment mal. Hier schließt sich der Kreis. Hier sind wir. Genau. Bei der Glocke. Das ist ja toll.
Okay, schön, schön. Dann gucke ich jetzt trotzdem noch. Ist natürlich jetzt wieder alles weit weg, aber hier wäre noch... Ach, da war dieses eine Geocaching, was ich nicht erreichen konnte. Das war nämlich ganz schön fies oben drin. Aber ich will es mir jetzt einfach nochmal angucken. Da mal auf. Pass auf, das war irgendwie so oben an einem... Was ist das jetzt hier eigentlich wieder? Oh Gott. So, hier kam ich runter. Hm. Ja, klar. Oder will ich da hin? Hm. Ich behaupte ja, jetzt geht's inzwischen. Vielleicht kann ich was auf die Entfernung zündeln oder ziehen oder so. Rechts von dir kannst du auf jeden Fall noch was zündeln. Ja, genau. Das hatten wir ja auch ganz am Anfang mal. Ah, oh, ich wollte eigentlich springen. So, ups. Das war die Geschichte und das kann ich jetzt auch mit dem Pfeil machen. Das ist ja auch auf eine Art auch blöd. Jetzt muss ich gar nicht mehr das Rätsel machen, weil ich den Pfeil habe, ne? Naja, egal. Da geht dann die Herausforderung auch gleich mit flöten. Die war zwar nicht immens, aber trotzdem. Bisschen Herausforderung, muss ich ja sagen. So. Mann, wo war diese andere Statue? Die war doch hier irgendwo oben noch, oder? Täusche ich mich? Ah, nee, die war da. Na, das finde ich raus. So, nee, hier wollte ich gar nicht lang. Ich wollte... wo bin ich denn hier ursprünglich ins Gebäude rein? Sag mal, hat sich das hier alles irgendwie verändert? Nö. Nee, an sich nicht, ne? Wie bin ich denn da ursprünglich mal hochgekommen? Über die Dächer. War das echt so, ja? Mhm. Ah, Lara, schaffst du das? Hier pfeift was. Die Mikrowelle? Sehr verdächtig. Nee, nee, hört sich an wie ein Gegner. Ein bisschen Vorsicht walten lassen, wo hier einer ist. Hm. Welche Waffe habe ich? Immer so. Komisch. Naja. Hm. Aha! So, jetzt haben sie mich natürlich gehört. Ah, hier kann ich auch aufmachen. Cool. Immer her. Oh. Sie kommen von den Dächern. Mindestens einer muss noch da gewesen sein. Ah! Oh. Ja, mindestens einer. Schulterwechsel. Sehr schön. So, jetzt höre ich auch keinen mehr. Gut. Einmal da und jetzt ziehen wir hier nochmal. Ah, dass sie immer zuerst den Feuerpfeil nimmt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh! Ah ne, ich dachte, ich kann das einsammeln. Habe ich auch immer gedacht. So eine kleine Statue. So, hier ist nochmal Muni und Bergungsgut. Und sonst nichts. So, und was ich meinte war... Ich gehe nochmal eine Etage höher. Ne, Moment, ich habe ja das hier gerade aufgeschossen. Ich habe Schwarzbild. Was? Ich habe Schwarzbild. Schon wieder. So, wie war denn das hier? Das muss ich jetzt nämlich so ranziehen und dann darüber schwingen. Ne, so ein Quatsch muss ich nicht. Hab den Pfeil. So ein Schrott. Und jetzt da runter gehen, muss ich hier wieder hochkraxeln. Ich hoffe, die Kiste bleibt da noch einen Moment. So, also, da oben, nee. Nee, wo war denn das? Wo war denn das? Ich muss noch höher. Ich muss noch höher. Und hepp. Siehst du wieder was inzwischen? Ja, ein bisschen. Es ist extrem verpixelt gerade. Aha, so, hier, pass auf. Das kann ich kaputt schießen. Dann springe ich darüber. Ich meine, das ist noch das Beste, was mir einfällt. Hoffentlich klappt's.
Dass dann da aber auch so wenig Bergungsgut drin ist. Wenn man schon so eine Stelle hier findet. So, warum habe ich das hier aufgeschossen? Kann ich da hoch? Kann ich hier runter? Kann ich da runter? Konnte ich da sonst nicht runter? Doch. Ich glaube, hier ist nichts mehr. So, ich wollte runter zu der Kiste. Oh. Oh. Mann, wo man jetzt hier auf einmal überall durchkommt, wie schön. Ja. Aber das hatte ich schon mal von der anderen Seite mir genehmigt. Okay. Hier liegt sie. So, und wenn die jetzt nicht... Also, ich sag nichts. 30, naja. Man soll nicht so undankbar sein. Man kriegt ja auch was. So. So, jetzt nochmal gucken. Ach so, ich hatte mir ja noch den einen... Ist der immer noch da oben? Scheiße, da hätte ich hinspringen können. Nein! Da wollte ich doch eigentlich hin. Das machen wir jetzt noch. Das war doch die Idee dahinter. Geht die hier nicht hoch? Das Problem hatte ich schon immer. Ah, cool. Hast du gesehen, wie sie mit ihrem Arm hier an den Leisten lang geht? Tak, tak, tak. Na? Komm, mach nochmal, Lara. Ah, sie macht es nicht. Es war jetzt auch ein bisschen hakelig. Man hat es beim ersten Mal gesehen. Sogar du hast es gesehen mit deinem Pixelbrei da. Dann ist ja alles in Ordnung. Pixelbrei. Es gibt aber auch so Worte, die feierst du ab, ne? Ja, Pixelbrei ist schön. So. Da blinkt es ja auch, wenn man genau hinguckt. So, ui. Geocache. 15 von 15, jawohl. Und es hat nur 5 EP gegeben. Bergdorf-Set komplett. Habe ich dafür was in der... im Menü freigeschaltet, oder wie? Keine Ahnung. So, das ist ein Dokument. Das sollte man vielleicht auch noch mitnehmen. Aber das ist irgendwie ganz woanders. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel. Geh mal weg hier, du Modus. Vor allen Dingen in der Folge, wir sind schon wieder drüber. Ich lasse das mal als Panorama so stehen hier. Panorama. Panorama. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.